Hey ho, meine Lieben. Heute hocken wir uns wieder gemütlich in die Grillkota und tun Topfen. Was machen wir heute? Wir machen einen leckeren Zigeunertopf. Zigeunerwursttopf. Ja, auf die schnelle, einfache Art und Weise. Ja, wie der Videotitel nachher ist, könnt ihr ja hier unten lesen oder habt ihr schon gelesen. Da denke ich mir noch was ganz Genaues aus. Ja, schnelle, einfache Art und Weise zeige ich euch drinnen, weil da gehen wir jetzt rein. Wir müssen ja noch unsere Zutaten schnippeln. Ja, und danach sehen wir uns in der Grillkota. Aber jetzt erst einmal rein. Einfache Variante, deshalb, weil ich hier so eine fertige Zigeunersoße nehme. Aufwendige Version wäre dann natürlich eine Zigeunersoße komplett selber kredenzen, aber wir wollen heute was Schnelles, Einfaches, Leckeres. Ja, dann habe ich eben noch ein paar Kartoffeln, ein paar Zwiebeln. Bacon habe ich nicht vergessen, der kommt heute ja keiner rein. Dann haben wir hier noch zwei Weißwürste, dann ein Stück Salami, dann haben wir hier zwei Rostbratwürste, dann zwei Regensburger, eine Bockwurst und noch ein paar Debreziner. Meiner Meinung nach, je mehr verschiedene Wurst, umso besser. Ja, ich werde das jetzt alles schnibbeln. Einzige Wurst, was ich schäle, ist die Weißwurst und die Salami. Dann werden die geschnippelt, kommen hier in diese Schüssel rein. Kartoffeln geschält, werden relativ klein geschnitten, gewürfelt und die Zwiebeln auch. Und dann kommt das alles zusammen in diese Schüssel rein. Das Einzige, was ich nachher noch mit rausnehme, ist der Topf, Wasser und was war noch? Topf, Wasser und jetzt habe ich es vergessen. Gerade habe ich es noch gewusst. Öl natürlich zum Anbraten. Mensch, Michi. Gut, ich schnippel klein und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Tada. Alles klein geschnippelt. Ich musste die Schüssel wechseln. Ja, die war zu klein. Gut, dann schnappen wir uns dann die zwei hier. Noch Wasser und Öl und den Topf. Und dann können wir auch schon in die Grillkota gehen. Man könnte jetzt auch einen mexikanischen Wursttopf draus machen. Oder zum Beispiel einen Currywursttopf. Ganz einfach, indem man entweder so eine Currywurstsoße nimmt oder so eine Salsa-Soße, so eine mexikanische. Also da ist der Fantasie freien Lauf gelassen, aber ich mache eben die Zigeunerwurst oder den Zigeunerwursttopf. Tja, Freunde. Wie gesagt, ganz einfach heute. Und wenn wir es mal vielleicht aufwendiger machen, dann machen wir uns die Zigeunersoße auch komplett selber. Aber jetzt schauen wir, dass wir rauskommen. Da wären wir heraußen. Heute habe ich mal das Ruder etwas aus der Mitte gestellt. Hat sich vorher gerade so ergeben und jetzt kommen erst einmal wieder ordentlicher Schuss Öl. Nein, wir werden jetzt aus unserer Box hier, wo die Wurst, die Zwiebeln, die Kartoffeln, alles drin ist, das werden wir jetzt erstmal wieder portionsweise anbraten. Also das hier, ja, wieder raus tun in eine extra Schüssel und erstmal alles soweit durchbrutzeln. Das machen wir jetzt gleich. Fangen wir an. Nur noch ist es noch nicht ganz heiß. Aber er kommt schon. Ich hoffe, man kann es hören. Es brutzelt. Und wie gesagt, wir braten da jetzt die Ladungen einzeln kräftig an, tun es wieder heraus und
So, mache ich jetzt so. Und bei der letzten Ladung hole ich euch wieder dazu. Das ist jetzt so das ziemlich einzige, was ein klein bisschen nervt, weil es einfach länger dauert, die Portionen einzeln anzubrutzeln. Aber ich habe mich heute nur für den FT4,5 entschieden, weil zu viel wollte ich heute nicht machen, weil morgen gibt es was anderes schon wieder Leckeres. Aber selbst das werdet ihr zu 99% im Video sehen, im nächsten halt dann. So Leute, die vorletzte Ladung brutzelt gerade an und ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, dass ich gar keine scharfen Würste dabei habe, so wie das letzte Mal, das war glaube ich die Cavanossi oder was, ohne Schärfe abgegeben hat. Darauf habe ich heute verzichtet. Warum? Na ganz einfach, vielleicht hört man es ja im Hintergrund, Enkerle ist da. Ja, trotz Corona-Krise, aber wenn das nächste Enkerle kommt, was schon da ist, muss man halt aufs andere Enkerle aufpassen. Hilft nichts. Ja. Gut. Schauen wir wieder darüber. Ja, die Schale wird langsam auch voll. Und wie gesagt, ich lasse das alles so richtig schön anschmorgeln, damit es eine schöne Farbe hat. Und dann kommt es raus und das reicht. Können wir das schnell raus tun und die letzte Portion rein. Ich habe auch jetzt bei den Ladungen nicht mehr ganz so viel rein wie am Anfang. Da habe ich ja auch wieder was rausgeholt gehabt dann. Ganz einfach, damit sich das Zeug nicht übereinander stapelt, sondern dass wir es gleichmäßig durchwurzeln können. So, und rein mit dem Rest. Ja, gar nicht mehr viel, hä? Staffellock. Und wenn jetzt diese Ladung fertig ist, wie geht es dann mit unserer Zigeunersoße weiter? Leute, dann wären wir soweit für die Zigeunersoße. Wenn sie denn rauskommt hier. Ein Schluck Wasser ins Glas. Sauber ausschütteln. Selbe Spiel mit der zweiten Ladung, wo haben wir einen Löffel hin, da. Und dann. Ich esse fertig. Nein, Essen ist noch nicht fertig, Finn. So. Dann können wir unsere komplette Wurstladung damit reingeben. Ist das lecker? Ja, das wird bestimmt lecker. Und siehe da, der viererhalber Topf ist schön voll geworden. Und ich denke doch, dass wir das heute wunderbar aufessen können. Zumindest fast. So, dass wir morgen wieder was Frisches machen können. Also ich habe jetzt ungefähr ja, 1/4 Gläser Wasser noch mit hinzu, weil wenn es jetzt kocht, dampft es ja noch ein bisschen aus und reduziert noch ein bisschen ein. Aber ja, schmeckt gut nach der Zigeunersoße, lecker. Ich mag die ja sehr gerne. Ja, dann würde ich jetzt sagen, haben wir es 7:05 und circa eine Stunde und dann werden wir probieren. Ich hoffe, dass dann auch die Kartoffeln, ach,
Hämmer auf mich. Hier rüber, zu mir. Komm, 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 komm. So. Ich hoffe, dass bis dahin dann auch die Kartoffeln durch sind. Die habe ich ja extra klein geschnitten und jetzt noch sauber mit angebraten. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Das ist auch eine verdammt geile Möglichkeit, wenn man Grillparty gehabt hat und viele Bratwürste übrig hat. Die da drin, dann brauchen wir es nicht extra anbraten. Wenn man Fleisch übrig hat, kann man das natürlich auch mit reinhauen, aber dann ist es halt kein Wursttopf mehr. Und wir wollten heute ja einen Wursttopf machen. Ja, genau, so sehe ich das jetzt. Gut, Leute. Stündchen, bis nachher. Ha ja, da wären wir wieder. Wir haben es jetzt so 5:45, also eine gute Stunde später, wie ich es gesagt habe. Und hau da ruck. Haha. Oh weh, ein bisschen unten hat es angesetzt. Boah, viel zu viel Hitze. Viel zu viel Hitze unten. Nehmen wir gleich mal noch ein paar Kohlen unten raus. Beziehungsweise den Topf runter. Tja, verdammt nochmal, dieses Mal darf ich wirklich nicht groß unten aufrühren, weil das hat doch unten angesetzt, aber nichtsdestotrotz geben wir uns jetzt erst einmal eine Probiererle-Ladung. Das lassen wir uns jetzt schmecken, wenn es nicht zu sehr verbrannt schmeckt. Tja Leute, so kann es gehen, wenn man nicht genau aufpasst. Blöd gelaufen, aber wisst ihr, was daran richtig geil ist? Dass eigentlich jeder Bissen, jeder Wurstbissen ein bisschen anders schmeckt, weil es eben verschiedene Wurst ist. Das ist mal richtig geil. Lecker. Also, wie gesagt, unten leider angesetzt, passiert. War die Hitze wohl doch zu viel von unten. Ich esse jetzt mal die Probiererle-Schüssel aus. Ja, und dann gehe ich rein. Ich werde das Ganze gleich umfüllen in einen anderen Topf. Hilft dir nichts. Und wir gucken, ob man von dem angesetzten noch was retten kann. Oder ob man das komplett vergessen können unten drin. Gucken wir mal, vielleicht hole ich euch ja dann noch schnell dazu und ja, nachher, nach dem Essen drinnen, eh noch das Fazit. Machen wir das, ganz genau. So Leute, die Verluste halten sich absolut in Grenzen und das hier, was ich noch rausgefischt habe, also es ist wirklich bloß der, ja, der Boden, was da hier, naja, angesetzt hat. Ein bisschen, es hält sich in Grenzen und Gott sei Dank, also das möchte ich keinem mehr zumuten, dass er das isst. Gott sei Dank habe ich nicht komplett umgerührt. So können wir jetzt lecker essen und haben ein schönes Zigeunerwurst-Gulasch. Nein, einen Zigeunerwursttopf. Ja, genau. Ja, Probierle haben wir gehabt. Dann werden wir jetzt noch schön essen
Und hinterher kommen wir noch, oder komme ich noch mal vor die Cam fürs Fazit. Tja Leute, und wieder mal endet das Video bei mir in meinem Sessel. Warum, muss ich ja wohl nicht sagen. Boah. Du endest aber oft in deinem Sessel. Ja, zurzeit schon. Tja, was soll ich sagen? Grundsätzlich extrem sehr lecker. Aber die Zigeunersoße war etwas sehr dominant, würde ich fast sagen. Ein Glas und Wasser dazu hätte wahrscheinlich mit Sicherheit ausgereicht. Also zwei Gläser waren definitiv zu viel. Tja, dann das klitzekleine Problemchen, dass es unten angesetzt ist. Und Gott sei Dank habe ich nicht weiter unten rumgestochert, während noch alles im Topf drin war. Jeder Bissen, beziehungsweise jeder Bissen mit einer anderen Wurst hat andere Geschmacksrichtungen mitgebracht. Also das fand ich mal richtig geil. Ja, Nachmachempfehlung auf alle Fälle, definitiv, aber aufpassen, dass es uns nicht ansetzt. Ich vermute, das kam durch die Paprika und Co., was in der Soße drin waren. Hätte ich es öfters umgerührt, wäre das mit Sicherheit nicht passiert, aber tja. Mein Schatz, was sagst du dazu? Also die Soße war sehr konzentriert. Ja, sag ich ja, sehr dominant. Aber sonst sehr lecker. Vor allem das, die Würstel da drin kommen gigantisch. Ja, also wirklich jeder Bissen eine andere Geschmacksrichtung und das ist sowas von geil, Leute. Das müsst ihr wirklich einmal ausprobieren. Und wie gesagt, vom Grillen Reste übrig kann man reinhauen. Oder. Lange Variante wäre die Zigeunersoße komplett selber machen. Oder eben die schnelle Variante, so ein Glaserl nehmen. Ja, dann wären wir am Ende vom Video angelangt. Wenn es euch dennoch gefallen hat, trotz leichten angebrannten und angesetzten, einen Daumen nach oben. Über Abos würde ich mich auch noch freuen. Und was machst du, Katze, jetzt da? Egal. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. So Leute, jetzt haben wir es kurz vor 8. Angesetzt hat Gott sei Dank nichts.